Hallo ihr Lieben, guten Morgen vom Berg. Hier ist Sabine, eure Lebensqualitätsvermittlerin. Gebt den neuen und nächsten Termin für das Energy Yoga. Energy Yoga for Dogs, für Hunde und ihre Menschen. Wir hatten im Juli jetzt das erste, das ich hier in Deutschland veranstaltet habe. Hatten eine super schöne Zeit. Die Bilder sprechen Bände. An dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an alle euch, die sich darauf eingelassen haben, etwas Neues zu erleben. Ja, und das Ergebnis war einfach faszinierend. Das hat so einen Spaß gemacht für uns alle Menschen, den Hunden auch und vor allen Dingen am Ende dieser Session. Wir Menschen waren bereit und haben gesagt, wow, war toll, wir gehen. Und die Hunde so, nö, wir bleiben noch. Aber jeder einzelne von ihnen, die waren so schön entspannt. Und deswegen freue ich mich umso mehr auch, dass es eben weitergeht hier jetzt noch, wir die Sommerzeit nutzen können. Wir werden den nächsten Termin, der ist am 23.08., auch wieder ein Sonntag, gleiche Location auf dem Hundeübungsplatz der Hundefreunde Erbach e.V. Vielen Dank auch da nochmal für die zur Verfügung stellen des Platzes. Der ist so schön gelegen. Man hat Sonne, man hat Schatten, wir hatten eine Sommerbrise, also richtig tolle Sache. Und es findet um 14 Uhr wieder statt. Ich stelle auch noch mal einen Link hierzu rein mit detaillierter Information und vor allen Dingen auch für die Anmeldung. Wie gesagt, das ist im Moment begrenzt auf 9 Teilnehmer. Mit mir dann 10 Personen. Das Programm selber, ja, es bietet die Möglichkeit eben für unsere Hunde und ihre Menschen gemeinsam zu entspannen. Man hat die Möglichkeit, sich auszutauschen auf einer wunderschönen Ebene mit Energieübungen, die ich individuell für euch erstellt habe und dann eben die wir gemeinsam machen. Man braucht selbst persönlich keine Yoga-Vorkenntnisse. Die Übungen sind einfach und angenehm durchzuführen. Was mir in meinen anderen Kursen auch immer sehr wichtig ist, ist, dass man eben so weit geht, wie man mit sich selbst kann und möchte. Das ist ein Erfahrungs-Yoga, die Möglichkeit, sich und seinen Körper näher zu kommen, wieder eins zu sein oder die ganze Zeit schon eins zu sein, das zu vertiefen und zu festigen. Und in diesem Yoga bringen wir unsere Hunde eben ganz besonders mit ein. Aber auch da auf der Basis, dass sie ganz nah dabei sind, mitmachen können, wenn sie wollen. Auf der anderen Seite aber auch ganz einfach nur entspannen und neben dir liegen. Also von daher ist das alles auch mit abgedeckt. Man kann selbst entspannen, man braucht keine Angst haben, dass die Hunde davonlaufen oder dass es nervös wird. Es ist alles so schön konzipiert, dass es für eine schöne, ruhige, entspannte Situation sorgt und einen Nachmittag bringt, der, wo ich sicher bin, wieder sehr viel Freude bereitet und Gemeinschaft bringt. In diesem Sinne, schaut es euch an. Informationen dazu bekommt ihr auf sabinemohr.com unter Reisen und Events. Und ich stelle den Link auch nochmal hier rein für die Anmeldung. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit bei mir. Und ansonsten ja, freue ich mich auf euch auf den 23.08. 14 Uhr in Erbach, Hundeplatz der Hundefreunde Erbach e.V. Und alles Liebe, schönen Tag noch, super schönen Start ins Wochenende wünsche ich euch. Von Herzen, eure Sabine.